Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Madeleine Schlemmer Paradies. Dieses Video gehört zu einer Kooperation, die der liebe Tom von Chaos Kitchen 51 ins Leben gerufen hat. Dafür vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und heute zeige ich euch, wie ich dieses süße Sushi gemacht habe. Und wir beginnen zuerst mit den Zutaten für den Reis. Für unser süßes Sushi brauchen wir 500 Gramm Milch, 3 Esslöffel Zucker, 150 Gramm Milchreis, 1 Vanilleschote, und da habe ich das Mark schon rausgekratzt, dann den Abrieb von einer halben Zitrone und von einer Viertel Orange und etwas Zimt und dann noch eine halbe Prise Salz. Wir beginnen damit, dass wir die Vanilleschote hier reintun und die ganzen Zutaten. Und den Zucker. Und das stellen wir jetzt erstmal auf. Als erstes bringen wir die Milch zum Kochen, geben dann unseren Milchreis mit dazu. Und wenn das passiert ist, können wir das Ganze nochmal 5 Minuten kochen lassen. Ganz wichtig. Dann stellen wir das runter auf kleinere Flamme und lassen das sieden, also so gerade so köcheln nur. Und das lassen wir dann ungefähr 20 Minuten immer schön nebenbei umrühren. Und ganz wichtig, kein Schneebesen benutzen, sondern eine Gummischabe, der halt auch hitzebeständig ist. Wie ihr unten im Video gesehen habt, habe ich da nebenbei meine Früchte schon geschnitten. Und wenn der Milchreis so ausschaut, können wir ihn runternehmen vom Herd und lassen ihn erstmal komplett auskühlen. Für unseren süßen Sushi-Reis brauchen wir natürlich auch sowas in der Art wie Sojasauce. Und die machen wir dann damit, dass ich jetzt eine kleine Schokosauce herstelle. Und dazu zeige ich euch erstmal hier die Zutaten. Ich habe hier 600 Milliliter Wasser, 100 Gramm Zucker, 75 Gramm Backkakao und 50 Gramm Zartbitterschokolade. Das Wasser bringen wir mit dem Zucker zum Aufkochen. Ich gebe noch eine Prise Salz mit dazu und ein Päckchen Vanillezucker. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, können wir noch einen Backkakao mit dazu geben. Rühren den schön mit unter und lassen das Ganze 5 Minuten leicht köcheln. Vorsicht, dass es nicht übersprudelt. Nach den 5 Minuten können wir dann unsere Schokolade mit dazu geben. Und wenn sie sich aufgelöst hat, können wir das Ganze vom Herd nehmen. Wenn man durch die Backkakao oft Klümpchen hat, siebe ich das noch einmal durch und so lassen wir das dann erstmal abkühlen. Als nächstes nehmen wir 200 ml Sahne, 2 Päckchen Sahnesteig, 1/2 Päckchen und verrühren das miteinander. Den Milchreis hatte ich umgefüllt zum Abfüllen. Da tun wir jetzt ein bisschen von der flüssigen Sahne mit rein und schlagen die Sahne weiter auf. In die schlagende Sahne geben wir dann unseren Milchreis rein und verrühren es so lange, bis es eine gleichmäßige Masse ist. Nicht so viel drin rühren, sonst geht das Ganze lockere von der Sahne wieder weg. Als nächstes brauchen wir Obst geschnitten nach das, was ihr mögt. Ich habe hier beispielsweise Orangen, Ananas, Goldkiwi, Mini-Aprikosen, Wassermelone, Pfirsiche und Mango. Dann einmal habe ich eine Variante mit Nori-Blätter, die denen jetzt nichts ausmacht, dass es ein bisschen salzig dann ist im Abgang. Dann brauchen wir natürlich für die Maki-Rollen. Für die Maki-Rollen mit Nori-Blatt bestreicht ihr dann eures Nori-Blatt 3/4 voll mit Milchreis. Als nächstes habe ich im unteren Teil dann meine Früchte hingelegt. Das ist euch natürlich freigestellt, was ihr da haben möchtet.
Beim Zusammenrollen kann ich euch gar nicht so viel erklären. Ihr seht ja eigentlich, wie man das macht. Das erklärt sich ja eigentlich von selber. Aber natürlich hoffe ich, dass ihr das versteht, wie ich das da euch so zeige. Für die zweite Variante nehmt ihr euch etwas Klarsichtsfolie, breitet in der Mitte euren Milchreis aus und füllt ihn auch wieder mit Früchten eurer Wahl. Beim Zusammenrollen Obacht geben bitte, dass ihr keine Folie mit einrollt. Und so wandert das Ganze für eine Stunde in den Kühlschrank, bevor wir dann weitermachen können. Als nächstes zeige ich euch, wie ich die Nigiris gemacht habe. Dazu benötigt ihr 2 Teelöffel, eine Schüssel mit etwas Wasser und dann nehmt ihr euch immer etwas von dem Milchreis auf den Löffel und das wird dann zwischen den 2 Löffeln so lange geformt, bis ihr wie eine kleine Nocke habt. Das Ganze habe ich dann auch für eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Außer den Früchten hatte ich dann noch gerösteten Sesam und Kokos und weiße und dunkle Schokoraspeln. Beim Belegen eurer Nigiris seid ihr eigentlich recht frei. Verwendet einfach Obst, was ihr gerne mögt, legt es oben drauf, dann sieht es genauso aus. Ich habe dann noch ein bisschen mit Schokoraspeln und so weiter dekoriert. Als nächstes habe ich dann meine Maki-Rollen aufgeschnitten und mit draufgelegt. Und hier habe ich dann einfach etwas Kokos außenrum gemacht und habe es dann auch in mundgerechte Stücke geschnitten. Aus der anderen Hälfte habe ich mir dann mundgerechte Stücke geschnitten, habe das dann zu kleinen Kugeln geformt und habe das dann in Kokos oder Sesam gewälzt. Natürlich könnt ihr es auch beispielsweise in Pistazie wälzen, das ganz euch überlassen, was euch am besten schmeckt. So, meine Lieben, das war mein Beitrag zur Kooperation der Asia-Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr macht es nach oder lasst mir ein Feedback da. Und ganz wichtig, schaut bei meinen anderen Kollegen rein, die haben echt super klasse Ideen. Hier seht ihr alle auf einen Blick, die mitmachen bei der Asia-Woche 2016. Und schaut auf alle Fälle überall vorbei. Ich verlinke euch alle unten in der Infobox. Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.